Oh yeah, Elektroschrott. Alles für das Pony, alles für den Club. Das Zauberpony, das vielen von euch als der Sender exquisiten Elektroschrotts und großartiger Kunstwerke wie diesem hier bekannt sein dürfte, das Zauberpony zieht demnächst in einen neuen Stall um. Und im Rahmen dieses Umzugs möchte das Zauberpony so eine schöne Wohnung für Paarhufer oder was auch immer so ein Tier ist, irgendwie anführen. Und das bedeutet, dass moderne, bunte LED-Beleuchtung her soll. Also LED-Beleuchtung mit sowas hier. Dieser Streifen mit LEDs, den ich hier habe, der ist eine freundliche Leihgabe von Paul Rogalinski. Und der Paul Rogalinski, der hat auch schon mal eine Ansteuerung für sowas gebastelt. Und diese Ansteuerung hat er Tiny RGB genannt. Und ich verlinke hier unten drunter auf... Oh, blöde von einem von meinen Chili-Pflanzen. Ich verlinke hier unten drunter auf sein GitHub-Repository, wo man sich anschauen kann, was es mit dem Tiny RGB auf sich hat. Das ist letztendlich ein kleiner Controller, der über Bluetooth angesteuert wird und über ein einfaches serielles Protokoll die Farben von so einem Strip hier steuert. Ja, jetzt ist es aber so, dass das Zauberpony Bluetooth nicht so mag. Das Zauberpony mag lieber sowas hier, USB-Stecker. Dann ist Zauberpony großartig. Und dann hatte ich zuerst mal mit dem Paul darüber nachgedacht, ob man sein Tiny RGB vielleicht entsprechend modifizieren könnte, aber dann haben wir auch noch rausgefunden, dass das Zauberpony längere Strips will und das muss mehr Leistung abkönnen. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn, es hat dann eigentlich keinen Sinn ergeben, die Platine vom Paul zu benutzen. Und ich habe mich entschlossen, für das Zauberpony kommt was Neues her. Auf der grünen Wiese entworfen, saftig, grasig, wunderbar. Der erste Schritt für genau diese Sache ist bereits getan und sieht so aus. Behold the not so tiny RGB. Was ist ein Datten? Datten ist ein Atmega, ach Quatsch, Atmega, ich sag schon Atmega, weil ich es immer benutze. Das ist ein Atiny 4313 Mikrocontroller. Den habe ich deswegen genommen, weil er eine serielle Schnittstelle hat und weil der Tiny RGB von Paul denselben Chip benutzt. Der ist hier mit einem 16 MHz Takt getaktet, hat hier so einen Programmieradapter aus dem Gulo Shop, die übliche Standardbeschaltung. Hier so ein kleines FTDI Breakout Board, hoffen wir, dass der Chip nicht gefälscht ist. Dann haben wir hier drei Darlington Transistoren, diese TIP 122 sind das. Und hinter den Darlingtons hängen momentan drei LEDs zum Testen, rot, grün, blau, ne? Warum wohl? Das ist noch nicht ganz die fertige Schaltung. Ich kann es aber mal zeigen, was es bis jetzt macht. Das ist so ein bisschen der Proof of Concept auch mit der Firmware, die da drin ist. Wenn ich hier ein USB-Dingens anstecke, habe ich hier was, das soll mal später die Power-LED werden. Und hier sieht man, dass die Ansteuerung der drei Kanäle funktioniert. Soweit so gut. Was jetzt hier noch ganz anders ist als im fertigen Modell, das ist, dass hier alles noch auf 5 Volt läuft. Der fertige Bastelkram, der diesen Strip hier befeuert, braucht, wie man auf dem Strip-Ding sieht, ne? 12 Volt. Das heißt, was ich doch tun werde, ist, hier kommt noch ein zusätzlicher Stromanschluss dran, wo dann mit einem zusätzlichen so einem Tischnetzteil, das habe ich schon bei Reichelt bestellt, entsprechend 12 Volt reinkommen. Da habe ich so ein schönes 6 Ampere, 72 Watt Netzteil für, keine Ahnung, 17 Euro oder so gekauft. Und dann steuern wir damit den großen Strip an. Übers USB-Kabel kommt die 5-Volt-Versorgung für den Chip. Das ist ein bisschen anders als beim Tiny RGB. Beim Tiny RGB wird der Strom für den Chip aus den 12 Volt gewonnen mit einem 7805er Spannungsregler. Das ist so ein bisschen mau, weil der ordentlich warm wird. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht heizen beim Pony. Wir wollen einfach nur Licht machen. Und das machen wir hiermit. So, dann denke ich, werde ich mich jetzt mal dran begeben und werde mir einen Teststrip zusammenlöten und mein Labornetzteil auf 12 Volt einstellen, damit wir hier mal einfach tatsächlich so ein Stückchen von dem Kabel dran anklemmen können und gucken können, wie das dann aussieht und ob ich da auch die RGB-Dinger so schön angesteuert bekomme. Gucken wir mal. Damit ich das jetzt hier vernünftig testen kann, werde ich Folgendes tun. Ich habe mir hier so ein Teil von dem Strip abgeschnitten, das hat mir der Paul erlaubt. Das Kabel hier hinten, da krimpe ich mir einfach so einen PSK-Stecker dran, ja, so von den Dingern da.
und baue mir so ein kleines Testboard mit einer Postenleiste, was ich in mein Breadboard reinstecken kann. Ne? Weil dann habe ich es ein bisschen einfach hier mit dem Testen, muss nicht so miteinander tun. Ja, das crimpe ich dann mal eben. Erster Stecker ist dran, Bild hübsch. Geht mit den anderen genauso. Nachdem ich die Kontakte dran gemacht habe, kommt jetzt als nächstes das Steckergehäuse. Das ist ganz einfach, da muss man nur einfach hinten die Kontakte reinschieben, bis es Klick macht. Ja, Klassiker. Kaum sagt man, es ist einfach, schon stellt sich raus, dass man eines von den Steckerleinen so ein bisschen schief gekrümmt hat. Und dann braucht es etwas Gewalt. Ich mache erstmal die anderen und den letzten mache ich dann off-camera. Klick. 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 Jetzt löte ich mir mal eben mein Testdingens hier zusammen. Da gehe ich ein bisschen näher ran für euch. Ist ganz einfach, ist wirklich nur so ein Stück Lochrasterplatine, wo ich einen kleinen Connector dran löte, einen vierpoligen Pinheader, der dann später mal auf das Breadboard gesteckt wird. Ja. Und dann kommt noch der Stecker für das. Dann kommt noch der PSK-Stecker mit dazu. So. Das einzig Schwierige beim Löten ist, irgendeine Möglichkeit zu finden, wie man das Zeug richtig festhält. Und ich kann es euch sagen, ich habe keine Ahnung, wie man so eine Pinzette hier eigentlich nennt. Aber das Ding ist einfach das beste Werkzeug. Das ist völlig unabdingbar für Lötarbeiten. Braucht ihr. Ja. Teil 1. Also unser Pinheader, das kommt mal so aufs Breadboard. Und das nächste ist hier dieser PSK-Stecker. Den halte ich zwecks Lötbarkeit auch wieder so fest. Wieder so eingespannt. Wird erstmal im Pin festgelötet. Mit dem einen festen Pin hält es dann auch. Und ich denke, das kriege ich jetzt ohne weitere. Na, muss ich festhalten. Hilft nichts. Normalerweise, ja, würde ich jetzt hier so kleine Drahtbrücken dazwischen ziehen. Aber mal ganz ehrlich, für das bisschen hier ist es mir das eigentlich nicht wert. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, dass ich hier einfach Lützim-Kleckse dazwischen packe als Leiterbahnersatz. Das verbraucht zwar eine Menge Lötzinn, aber ach, what the fuck. Außerdem habe ich dann den Vorteil, dass ich keine Probleme damit kriege, wenn ich hier mal ein bisschen mehr Strom drüber lassen muss. Das brennt mir dann nicht gleich bei 300 mA ab oder so. Alle Verbindungen gemacht. Ich habe gerade noch hier das Ganze so ein bisschen runtergefeilt,
damit es besser ins Breadboard reinpasst. Testanschluss hergestellt. Wunderbar. Kann weitergehen. So, den letzten Teil filme ich freihändig. Was habe ich gemacht? Ich habe hier den Stecker, meinen Testrig angebracht und habe die Rot-Grün-Blau-Kabel aus den Darlingtons verbunden. Man sieht hier, ne, ich habe meinen Schatten dran an der LED, dass immer noch das Programm läuft und die Power-LED leuchtet. Hier hängt der Strip, da passiert noch nichts. Dann haben wir hier so ein gelbes Kabel, das hier rausgeht. Das führt hier zu diesem roten Stecker. Und zusätzlich haben wir noch hier schwarzen Stecker, schwarzes Kabel. Na, das nehme ich da mal raus, damit das hier nicht so im Aufbau rumfliegt. Ja, genau. Und das ist ganz normal hier hinten auf die Masse von meinem ganzen Kram drauf gemacht. Ne? Alte Sache, zwei verschiedene Dinge gebaut, muss man die Masse zusammenbringen. Hier sind die anderen Enden von den Kabeln, die man gerade gesehen hat. Und wenn ich hier drauf drücke, zack, sagt mein Labornetzteil 12 Volt. Und jetzt scrolle ich hier mal über den Schreibtisch zurück und oh yeah, der Strip blinkt. Ne? Man sieht, das ist immer noch dasselbe Programm wie vorher, nur dass man jetzt eben auch die Mischfarben kriegt, ne, wenn verschiedene Sachen zusammen an sind. Will schlicht und einfach heißen, Ansteuerung funktioniert erstmal. Und was es jetzt geht, ist nur noch die Software. Der nächste Teil wird auch sein, dass ich die Software von Paul's Tiny RGB nehme und einfach hier in den Chip reinfräsen werde. Und wenn das gemacht ist, dann baue ich das Ganze auf eine Lochresterplatine, dann kommt es in ein Gehäuse und dann kriegt es das Zauberpony. Cool, ne? Ihr kriegt aber nochmal ein Video, wenn es fertig ist.